Ein Baum. Ein Baum, der wahrscheinlich explodieren wird als letzte Attacke, ne? Ja, eine sehr feindliche alte Eiche. Ne? Sieht sie nicht böse aus. Ah, Jeff muss geheilt werden, auf jeden Fall. Oh yeah. Aha. Oh yeah. Aha. Und jetzt explodiert er. Ja. Ja, ist okay. So, ich würde schon sagen, ne? Einfach schnell durch die Dialoge durchdrücken oder durch die Textfelder durchdrücken, dann passiert da auch nichts. So. Na? Gleich bin ich doch da, oder? Ach, ein langer Weg. Man macht es mir nicht einfach, ne? Aber ich habe ja noch mal ein paar Levels hier. Oder ein paar Level erlangt auf dem Weg dahin, was ganz gut ist. Puh, ist schon fast wieder tot. Das heißt auch hier wieder live ab auf den Puh. So, sehr schön. Okay, der Puh hat jetzt die Heilung nicht mehr abbekommen, aber das ist nicht schlimm. Das sollte auch so funktionieren. So. Alarm! Puh's Condition is critical. Ja, war. Hä? Ich muss doch ja lang, oder nicht? Links wahrscheinlich. Gut, dann machen wir wieder live ab. Auf Puh. Ja, von wo bin ich gekommen? Ich bin von hier unten gekommen. Ah, das ist doch nicht im Kreis ja, oder? Oben geht's nicht lang, ich muss ja rechts lang, doch. Nein. Oh. Okay, er ist stecken geblieben. Aber die Kotze muss ich besiegen. Das geht nicht anders. Dieses, ey, wie das aussieht, das ist so schlimm, wirklich. Das ist einfach nur völlig obszön, dieses Vieh. Also, warum existiert das überhaupt? So, attackiert mich. Natürlich wieder auf Puh drauf, der gerade frisch geheilt wurde. Ja. Oh, jetzt löst er die aber auf, das war's, oder? Du hast gewonnen. 4.915. Ja, hat natürlich nicht ausgereicht, aber ein Level up. So, dann los. Oh, wo muss ich denn lang? Das war ja doch irgendwo, oder? Ich bilde mir das doch nicht ein, oder? Gern weg. Komm, drei. Oh, alter Falter. Ja, komm, dann hauen wir drauf. Dü-dü-dü-dü-düm. Dü-dü-düm. Dü-dü-dü-dü-düm. Dü-dü-düm. Der Bruder vom männlichen Fisch. Ist das irgendein Insider, den ich nicht verstehe, oder was? Drauf auf Puh. Paralyse, oh, das. Ja, Jeff ist betäubt. Der immer besser hier. So, jetzt. Stopp. Wir sind jetzt so ordentlich Erfahrungspunkte. Wahrscheinlich nicht. Naja, nicht wirklich. Ja, wo muss ich denn lang? Hier unten lang war es ja nicht, oder? So links bin ich, ne? So rechts hier. Ich hab mich verlaufen. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Doch, unten links, oder? Aber da war ich doch gerade, oder nicht? Ich gehe mal nach links. Ist okay. Hallo?
jetzt bin ich wieder an der Stelle, siehst du? Hier komme ich nicht weiter. Und hier oben geht's auch nicht weiter. Da werde ich einfach nur zurückgeleitet. Also ich dachte jetzt auch, dass ich einfach nach links muss, aber scheinbar nicht. Komisch. Ah, ich sehe gerade, Jeff kann gar nicht angreifen durch seine... durch seine Taubheit. Ja, dann machen wir hier. Ja, ja, Offensive ist okay. Ich meine, wir können uns eh nicht groß Schaden zufügen. K, halte dich einfach mal links, wenn möglich. Da war auf jeden Fall irgendwo ein Eingang. Ja, definitiv. Da habe ich es halt auch in Erinnerung, weißt du? Ach mein Gott, ey, ich bin nur auf der Suche nach irgendwas. Ich komme irgendwie nicht voran. Just Level 53, Guts 1, HP um irgendwas. Ich habe es jetzt nicht gelesen. So. Ich halte mich links, aber wie du siehst, hier ist kein Eingang. Da geht's nicht weiter. Und hier hoch komme ich auch nicht. Das heißt, ich muss jetzt wieder rechts lang, anders geht's gar nicht. Jetzt könnte ich natürlich, wenn ich mich links halten soll, könnte ich mal gucken, ob ich hier oben links lang komme. Nee, da ist nur ein Geschenk. Ich dann Ruhe. Frieden. Sache ist, ich will auch jetzt langsam mal hier zu dem Stamm kommen, ne? Das ist halt irgendwie. Ich werde die ganze Zeit aufgehalten. Was? Nee, da war ich gerade. Na, wo soll ich denn sonst lang? Da oben links, also da oben geht's nicht lang. Da ist nur ein Geschenk. Das heißt, ich muss doch rechts lang, oder nicht? Rechts lang und vielleicht dann eine andere Abzweigung nehmen. Wenn es da eine andere Abzweigung gab. Ich erinnere mich, wir müssen, glaube ich, gegen den Kotz. Man musste ja gegen diesen Kotz-Bruder kämpfen, so, weißt du? Und jetzt können wir uns hier oben mal links halten. Das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Ich erinnere mich auch an diese. Ja, ich glaube, sehr. Ja, sehr oft probiert, mich zu teleportieren. Das hat nie funktioniert. Das sieht vielversprechend aus, ja. Ich glaube, wir sind da. Ja. Okay, das sieht gut aus. Oh, jetzt sind 100.000 Nacktschnecken hier. Noch mehr, 6 Stück gleich. Also. Ist okay, wir kämpfen uns dann langsam aber sicher durch. Ist ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie eine Gefahr für uns darstellen, ne? Wenigstens gehen sie schnell tot. Obwohl Puh ganz schön auf die Fresse bekommt hier. Heil dich mal, Puh. Bei dir sieht es nicht gut aus gerade. Bam, bam, bada, bam, bam, bada. So. So, und jetzt hier noch Jurf auf Pitbull Slug. Sehr schön. Du hast gewonnen. Seine Freunde haben so viel Erfahrungspunkte bekommen. Paulus Level ist 58, Offensive um 1, Defensive um 1, Maximum AP um 1, Fuß Level ist 52, Offensive um 2, oh Baby, Defensive um 5, Speed um 2, Guts um 2, Vitalität um 2, IQ um 2, Luck um 2. Wunderbar, süß, fantastisch, maximal HP um 8, 23 verbessert. Das rockt, maximal PP um 10. Puh hat jetzt die Power von Healing Omega, was ziemlich geil ist. Das heißt, wir können damit wahrscheinlich jeden Zustand heilen. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, endlich. Wow. So, erstmal gespeichert hier. Erstmal wird geschlafen. Warst du nicht irgendwie derjenige, der ansprechen muss? Wir sind schüchtern. Nee.
Wir sind schüchtern. Welcher von den Typen muss ich denn ansprechen, damit ich, ich glaube, du, oder? Ja, wir sind alle schüchtern. Ja, bla bla bla, es gibt ein Buch, ich weiß nicht wo, ist nur ein Girl. Ich gebe dir das Buch gleich. So. In dem Loch haben wir ein Inn. Frei. Bleiben? Okay, du bleiben. So, jetzt speichern wir nochmal. Also wirklich, das ist ein wunderschönes Zimmer. Besser geht's gar nicht, ne? So. Na, wer weiß, vielleicht erwartet uns hier unten ja auch ein Guardian. Man weiß es nicht, ne? Wow, oh krass, wie wir jetzt an Geld bekommen haben. Ordentlich, ne? Ich glaube, Geldnot haben wir nicht mehr. So, dein toller Alter, bla bla bla. Continue. Ja. Ich arbeite hart weiter, es geht nicht anders. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns hier, ne? So. Shyness Book. Ah, Buch! Ja, kann Schüchternheit fixen. Danke. Entspann. Ich lese es jeden vor. Oh! Nur dieses Buch in meinen Händen zu halten, lässt mich so fühlen, als ob ich meine Schüchternheit schon überwunden habe. Ich lasse mir wirklich Zeit, das Buch zu lesen und es jedem vorzulesen und so. So. Er liest es, ja, der Anführer des Tenda-Stammes liest Schüchternheit überwinden jedem vor. Oh. Ja, laber, 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 flüster, flüster. Ich möchte dir mal etwas Tenderkraut geben. Ne? Tenderkraut ist ein Typ von Fressen, das die Tender sehr mögen. Es stinkt, aber es schmeckt wundervoll. Ja, Ness leid, wohlgemerkt, ja. Wir haben es ja aus der Bücherei, also wir schenken es nicht, wir verleihen es nur. Wir verleihen das Buch an den Tender Tribe. So. Puh hat das Tenderkraut bekommen. Jetzt will ich natürlich wissen, was das macht. Ach. Selbst in so einer Höhle ist man nicht sicher vor ihm, ne? Wo kommt denn der her? Ist er jetzt durch die Decke geflogen oder was? Ja, Bilder. Ja. Hashtag Selfie. Okay. Noch ein Foto. Das ist ein sehr wunderschönes Foto. Alle stehen hinter mir. Ja, man sieht ja nur Ness eigentlich. Wow, tolles Foto. Wunderschön. Haben sich alle versteckt. Die hatten keinen Bock wieder auf den perversen Zylindermann, ne? Hey du, ich habe eine kleine glückliche Frage für dich. Sness! Sness! Bist du dir sicher, dass das der richtige Playersname ist? Wenn er nicht richtig ist, kannst du ihn jetzt ändern. So, jetzt sind wir wieder an der Stelle. Du hast ja gesagt, von wegen, das wird wichtig. Die Frage ist natürlich nur, kann ich das so lassen oder ist das... Soll ich einen anderen Namen nehmen? Also, ich weiß es halt nicht, ne? Na, es scheint ja wichtig zu sein, wenn ich danach gefragt werde, ne? Ich würde Doc nehmen an deiner Stelle. Okay, dann nehmen wir das. So, wie kann ich... Dann nehme ich Doc. Okay, Doc. Doc! Bist du sicher, dass das ist, was du möchtest? Bist du glücklich mit dem Namen? Ja. Bist du wirklich... Ja. Okay. Ich dachte mir schon, dass du dich entschieden hast. Okay. Gut, dann kommen wir uns nochmal... Weißt du was, wir sind zwar gerade noch geheilt, aber... Wir entspannen uns mal ein bisschen. Ah. Ist das nicht schön? So, hatte ich geheilt. Wunderbar. So, jetzt wollen wir auch weiter ins Loch, ne? Wir haben jetzt noch viele Abenteuer vor uns. Ah. Hallo? Stark, ich. So zeige ich es jeden. Achtung und. Hup. Ich hab's. Yeah. Okay, dann ab ins Loch. Auch immer uns das hinführen mag. Guten Tag. Guten Abend.
Ich bin ein sprechender Stein. Aber die Steine hier können reden halt nicht so viel, weißt du? Der Stein, der redet... Also der Stein, der am meisten redet, ist tief unten im Labyrinth. Oh Gott. Ja, wenn du durch den Weg da folgst. In der verlorenen Unterwelt. Vergiss nicht, mit dem Stein zu reden. Es ist wichtig. Ja, es ist schon so weit gekommen, dass wir mit Stein reden. Naja, warum nicht? Ach, noch eine Höhle. Noch eine labyrinthische Höhle. Ist das nicht schön? So, da können wir runter. Ich will mich trotzdem ein bisschen umgucken. Okay, da gibt es ganz viele Viecher, die mich angreifen können. Das waren mir ein bisschen zu viele gerade. Ihr seid Gegner, ja? Doch, seid ihr. Fobby. Ja, oder was ist Fobby? Sieht aus wie so eine Orange. Oh, ich dachte, ihr habt ja daneben. Was ist denn hier los? Ne? Aber gut, Fobby scheint nicht so stark zu sein, oder? Ja. Ich werde von einer Mutanten-Orange angegriffen. Ist das nicht bedrohlich? Fobby wurde besiegt. Du hast gewonnen. Haben Erfahrungspunkte bekommen. Wunderschön. Weitere Fobbys, die sich mir entgegenstellen wollen? Scheinbar schon. Ja, ich würde sagen, ich habe mittlerweile ein gutes Level. Ich fühle mich wohl. Ich fühle mich wohl. Gut, das ist die Hauptsache. Ness ist jetzt Level 63 schon. Offensive um 2, Defensive um 1, Guts um 1, Vitalität um 1, IQ um 1, Maximum AP um 14. Geil. BP um 3. Krass, wir haben die 500er-Marke schon geknackt hier. Na komm, wir gehen jetzt nach unten. Ist ja. Was haben wir da drin? Luck Capsule. Ja. Das kriegt natürlich. Wir kennen das Spiel. Luck Capsule. So. Ich würde mir übrigens mal angucken, was dieses komische Tenderkraut macht. Hilfe, Tenderkraut. Ein sehr stark stinkendes Essen. Diese, also jene, die den Mut haben, ja, da auch reinzubeißen. Ja. Okay. Wird nicht gesagt, was das macht. Das macht mir etwas Sorgen. Oh. Ah, sehr schön. So. Ness und seine Freunde haben Erfahrungspunkte bekommen. Danke, dass du mit mir gesprochen hast. Oh, was, wer ist das denn? Der ist neu. Okay, Conducting Spirit, ein blitzleitender Geist. Der sieht aus, als ob er Spaß hat, trotz allem. Okay, der hält ein bisschen mehr aus, ne? Scheinbar. Aber war jetzt auch keine Herausforderung, ne? Du hast Erfahrungspunkte bekommen. 7598. So, weiter geht's. Ach, hier der Smile, der lachende Orb schon wieder. Na gut, den haben wir jetzt nie mit in den Kampf gerissen, was gut ist, wahrscheinlich. Flasher. Hat nicht funktioniert. Ah, Paula heult wieder. Ah. Jetzt heulen alle, aber es ist mein Jeff, der hat irgendwas anderes da. Ah ja, der greift mich jetzt selbst an, der ist verwirrt scheinbar. Ah, sehr schön. Ah, sehr schön. Sag mal. Was war das jetzt gerade, Alter? Das war ja hin und her. Ist okay, ich lebe noch. Sind die Sachen weg, ja? Ja, der Orb mischt sich natürlich ein. Oh oh. Ich weiß nicht. Mach mal. Ja, ich meine, ne, Elektrizität, vielleicht sowas wie Wasser, Eis, weiß ich nicht.
kontrollierbare Sphäre klingt nicht gut. Aber das macht ordentlich Schaden. Ah, attackiert. Okay, macht okay einen Schaden, aber es haut noch hin. Was ist die Schwäche? Psy-Fire. Okay. Open to Hypnosis. Open heißt wahrscheinlich, was heißt das in dem Zusammenhang? Dass er das gut abwehren kann oder was? Ah, was ist denn hier? Achso, meine ganzen. Ach, scheiße. Der hat ein Schild, womit er meine. Ich sehe schon. Meine Linksattacken hier aufsaugt. Meine Ziehattacken. Langsam muss er doch mal sterben, sag mal. Ja, ist toll. Jetzt heulen die wieder alle. Oh. So, jetzt stopp doch endlich mal! Natürlich explodiert das. Ist klar, das Vieh explodiert, war klar, ja, komm. Ach komm, leck mich doch mal, ist das doch nicht wahr? Lass mich raten, wahrscheinlich gibt es bei den Schweib keinen Doktor. Es gibt bestimmt keinen Doktor. Ich kann das alles normal machen, wahrscheinlich. Ja, komm. Ja, dann kannst du mich nur töten. Nur noch gar nichts mehr. Ich kann nicht mal heilen, alle. Das ist unmöglich. Komm schon. Das wäre jetzt echt ärgerlich. Ich glaube, das würde mich echt frustrieren. So, explodier, ja. Hätte ich gewusst, wie das wäre. Ne. Kann ich immer wissen, welche Gegner alle explodieren. Oh ja, Baby Offensiv um 3. Schön, ja. Freut mich, wenn er noch so gut durchhält. Aber hilft mir doch nicht weiter, wenn die anderen nicht.